Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an meine geliebten Geschwister. Der Monat Ramadan ist vorbei. Heute fasten wir den letzten Tag. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser und euer Fasten annehmen. Allahumma amin. Wollt ihr ein Video machen? Wollt ihr ein Video machen? Was möchtest du sagen? Bitte? Du willst Masha'Allah sagen? Kennst du mich? Ja. 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 Wohnt ihr hier? Masha'Allah. Ihr seid Muslime, ne? Aber du fastest nicht, sehe ich gerade. Ah, du hast wahrscheinlich Halsschmerzen, ne? Sonst hättest du auch gefastet, ne? Ich mache gerade ein Video. Wollt ihr Assalamu alaikum sagen? An die Zuschauer? Oder schämt ihr euch? Dann sagt mal Assalamu alaikum. Allahumma barik. Wie heißt ihr? Ali und Muhammad. MashaAllah. Ihr seid süße. Allahumma barik. Lasst ihr das schmecken, das Eis, inshallah. Aber nicht vor Muhammad essen. Der guckt schon auf dein Eis, ja? Nicht, dass er sein Fasten bricht. Assalamu alaikum. Inshallah. Wir wollen in der kurzen Zeit darüber sprechen, liebe Geschwister, was die Shayatin, die Satane nach Ramadan mit uns anstellt. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, macht die Salawat auf ihn, sagte, وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ, im Monat Ramadan werden die Satane angekettet, so haben wir bereits erklärt, es bedeutet nicht, dass alle Satane komplett angekettet sind. Aber es bedeutet, dass die Satane, die großen Satane, nicht das machen können, was sie normalerweise, üblicherweise mit dem Menschen machen. Dass sie ihn zu dem Schlimmsten ziehen können. Und daher ist es wichtig, dass wir wissen, wie geht es weiter nach Ramadan und was wollen die Shayatin jetzt tun. Ihr müsst euch vorstellen, sie waren angekettet und sie konnten nicht das machen, was sie normalerweise mit dem Menschen, mit dem Sohn Adams machen. Jetzt aber, wenn Ramadan vorbei ist, unmittelbar danach, werden sie versuchen, sich zu rächen für die Zeit, an denen sie angekettet waren. Und du und ich sollten besonders vorsichtig sein. Warum? Weil wir haben jetzt einen wunderbaren Monat hinter uns. Wir haben Alhamdulillah Rabbil Alamin gefastet, wir haben gebetet, wir haben den Koran gelesen, wir haben viele gute Taten. Jetzt kommt Shaitan oder könnte Shaitan zu dir und mir kommen und sagen, du hast so viel an Guten gemacht, eine Sünde wird dir daher keinen Schaden zufügen. Mach eine Sünde, denn du hast viele gute Taten gemacht. Aufpassen. Denn wenn du einmal diese Sünde gemacht hast, dann geht es weiter mit den anderen Sünden. Im Gegenteil, wir sollten uns das, was wir uns hart erarbeitet haben im Monat Ramadan, bewahren und darauf aufbauen und besser werden, insha'Allah ta'ala. Daher, o Diener Allahs, der Shaitan wird kommen und dir versuchen, eine Sünde unterzujubeln oder etwas Alkohol zu trinken oder dass du wieder zu deinem Kiffen zurückkehrst oder zu deinen Drogen zurückkehrst oder zu deiner Freundin zurückkehrst. Hier musst du aufpassen. Warum? Weil Shaitan genau dieses weiß. Wenn du einmal wieder in die Sünde fällst und nach der Sünde folgt eine weitere Sünde und eine weitere Sünde, dann hast du wieder deinen Zustand wie vor Ramadan erreicht. Und das ist das, was er will. Denn er hasst es, dass du so viel an guten Taten erwirtschaftet hast. Jetzt will er dir das wieder nehmen, indem er dich wieder zurückbringt zu den Sünden. Du und ich müssen besonders Vorsicht walten lassen, damit wir nicht wieder zu diesem Weg zurückkehren. Uhibbukum fillah. Ich liebe euch für Allah subhanahu wa ta'ala. Macht weiter mit den guten Taten und lasst euch diese schönen Taten nicht nehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch recht leiten. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.